Da ist noch eine. Okay, noch einmal draufhauen. Nicht häufiger. Yutama Katana. Okay. Hört sich nicht nett an. Ganz ehrlich zu sein. Wie sieht er aus? Auge. Okay. Und Gefängnisschlüssel. Immer nett. Die sehen irgendwie ein bisschen krank aus, die Leute hier. Fast schon wie komische Zombies. Ja. Falsch. Auch noch Töne wie Zombies. Okay. Was haben wir hier sonst noch? Noch mehr von denen. Ring, Notizen. Oh, Mysterious Bands. Immer wieder schön, solche Hosen zu sehen. Was haben wir hier? Oh, 104 HP. Zu unserem Socken, was haben die? Oh, Step into Darkness. 23. Na, sehen wir bald. Wir finden mehr Gold. Ein bisschen mehr Feuerschaden. Und 1 Mana pro Sekunde für jeden Gegner. Innerhalb von 3 Metern. Interessante Mechanik. Was haben wir hier? 21, 41. 223 HP, 10 Mana. Eigentlich ist das Ding ja besser. Wir müssen es dann verzaubern irgendwann. Nein, das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Das könnte dahin geben. Das Ding, das überlegen wir uns noch, ob wir es nutzen oder nicht. Und, nein. Gott. So, nur wir dürfen auf die Items nicht vergessen. Dass ich auch nachschauen soll. Shalady. Shalady. Look what fell off the back of the wagon. Duros the Blade. Interessant sieht aus. Ah, okay, er geht zurück in die Stadt und dann... Schwarzmarkt. So ein bisschen Glücksspiel bei ihm. Hört sich irgendwie danach an. Da kann man nicht durch. Hey, I just got a new shipment. Wieso öffnet sich das nicht? Vielleicht noch so ein Gong. Ausschalten nach Gongs, 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 Gongs. Oder ich hätte die Gongs nicht betätigen dürfen. Ich weiß es nicht. Ja, sonst nicht. Vielleicht muss ich die Gongs nochmal läuten. Ah, da ist ein Gong. Theoretisch müssten es ja 4 sein, oder? Ja. Wo könnte hier noch ein Gong sein? Das ist keiner. Das ist einer. Es muss doch irgendwo noch einen Gong geben, den ich nicht aktiviert habe. Den habe ich aktiviert. Da geht's hoch. Da ist nichts. Da ist ein Gong. Da war ein Gong. Irgendwo muss noch ein vierter sein. Ah, da drin. Gitter. Wow. Erledigt. Gut. Geht doch. Robotikarm. Eben diese Roboterteile, die sind versteckt. In den ganzen Mini-Dungeons und so.
Okay, das haben wir jetzt mal. Ist die Frage, was machen wir als nächstes? Sollten wir in die Stadt zurück? Hm, nee. Machen wir hier einfach weiter. Ich würde sagen. Zu sehen, was los ist. So. Dann mal weiter nach Norden. Würde ich mal sagen. Wobei, wir können die Quest abgeben. Ja. Okay, das war ein Mana-Schrein. Das war. Ah, okay. Das war nicht ganz verschwendet. Wir können jetzt auch das nächste Drum chargen, wenn wir wollen. Mal schauen, dass wir mal die Viecher das machen. Silber sacken wir das ein. So, dann geht's wieder zurück in die Stadt. Oder? Geht's in die Stadt? Ja. Wir können da eigentlich zurück. Nein, 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 nein. Wir müssen hier nach unten da mal hin. Pass abzugeben. Zum müssen wir kaputt machen, oder? Dann geht's damit fest. Wir müssen mal Wege freischalten. Können wir ja auch. Chips, viele Chips. Gibt's Chips? Gibt's alle Chips? So. Eine Sprichwörter gab's. Sonst nichts Interessantes. Die meisten Fähigkeiten, die man hier aktivieren kann, um mitzukommen, sind nur die Fähigkeiten. Alles nichts großartig Interessantes dabei. Oh, mein Pet ist da oben. Sehr intelligent. Einen Schlüssel für die Kiste haben wir noch nicht. Die Truhe. Deswegen gehen wir mal noch. Ich kann mich nicht hier von kleinen Sachen, wenn ich mich verhindern. So peinlich. Was für eine. Der Mist. Den Schlüssel droppen, ja. So. Was will der da? Das Geschenk. Sollen wir Dynamit reinwerfen? Wir können nur dreimal das rausholen. Dynamit soll ein bisschen unpraktischer sein, also weniger ertragreich sein als normales Fischen. Oh, jetzt habe ich. Aha. Doch drei. Hm. Das ist cool. Hello there. Having a blast. Okay, was will der genau? Problem. Irgendwelche Viecher killen wahrscheinlich bei der Mana-Quelle. Okay. Rift Ember. Wow. Das war laut. Okay. You have received a quest. Anscheinend in dem Wohnhaus sind momentan einige Leute unterwegs und machen. Richtig viel Krach. Von daher, wenn ihr was hört, ignoriert's. Ich versuch's auch. Okay, hier rein. Mal gucken, was los ist. So. Wahrscheinlich auch so ein kleiner Dungeon wieder. Recht viel Mann. Ein bisschen ungesund, ein bisschen grün. Ist nicht so gut. Macht sich nicht so gut. Viele Rattenmenschen. Sehr schön. Wer wollte nicht mit Rattenmenschen machen? Immer mal. Ratten. Wir können eigentlich jetzt mal hier die Punkte verteilen. Wir haben auf 50. Wir haben auf 40. Können wir drei da rein tun. Dann haben wir mal runde schöne Zahlen. 20% Execute Chance. Das ist ja nice. Dann haben wir einen Skillpunkt. Die zwei können wir wieder nicht skillen. Da können wir was rein tun. Wir können auch neue Sachen lernen. Hoopstrike. Northern Rage.
eine Savage Rush. Das wäre interessant. Wir können uns das ja mal ansehen und notfalls dann das auch wieder zurückkaufen. Shadowbind wäre auch interessant, aber ja. Tun wir den mal auf die 2. So. Ah, wieder so ein Rush. Das war was Ähnliches, zumindest von der Animation her. Ich hoffe, ich habe genug Kohle. 1000. Ist nicht wirklich so viel. Der haut bald ab, deswegen sollten wir uns beeilen. Kann der? Nein, maximal 3. Fortune favors you. Okay, und dann haben wir eh fast keine Kohle mehr. Evo, das ist viel zu teuer, alles. Jetzt wirklich noch einer fehlt, wo er uns quasi ein bisschen weiter helfen könnte. Boah, 9000. Viel zu teuer. Das kann ich mir leider nicht leisten. Das ist auch nett. Du bist viel zu teuer, Junge. Viel zu teuer. So schlecht ist das Ding eigentlich nicht. Aber wir warten noch ein bisschen. So machen wir das Spiel noch ein Ticken interessanter. Die sollten wir uns aufheben, denke ich mal. Und die können wir jetzt eigentlich dran. Ember Mage. Ach, okay, dann ist eine Sache für die Truhe. Ganz, ganz klar. Wow. Dafür habe ich extra meinen. Dich können wir eigentlich wieder wegschicken. Oder wir warten noch ein bisschen. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Und dann schicken wir ihn erstmal so hin. Dann wieder mit unseren Geschäften erledigt. Schauen Sie, kann ich hier rein. Recht nett aus. Sonst nichts getappt bisher. Geister sind noch. Ach ja, wo wollen wir? So, jetzt lieb. Rush. Testen. Ah, schön gedrückt halt. Sieht cool aus. Ich finde das nicht besser. Halt uns leider nicht, aber das ist cool. Solange man Mana hat, rennt man so rum. Kostet das Ding 12 pro Sekunde, okay. 120 Waffenschaden ist ein bisschen schwach, aber man bewegt sich schneller. Und einen Dot hinterlässt man. Bis jetzt hier kein Stern drin, na gut. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas verkaufe, was ich eigentlich nicht verkaufen will. Oh nein.